Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen der 3e Klasse, willkommen. Mein Name ist Bikek Jean. Ich bin euer Deutschlehrer und Tutor. Heute fangen wir mit den Wiederholungen des Deutsch für die Vorbereitung auf das BÖPC. Das Programm der Wiederholungen ist diese. Wir werden eine erste Phase machen. Bei dieser Phase werden wir das Leseverstehen und die Übersetzung trainieren. Dann machen wir die zweite Phase, nämlich den schriftlichen Ausdruck. Endlich werden wir die Strukturen und die Kommunikation noch trainieren. Was die Struktur der BÖPC-Prüfung angeht, sollt ihr wissen, dass diese Prüfung 2 Stunden dauert. Und das ist Kopf-2. Ihr bekommt nur eine Prüfungsprobe. Das Ziel dieser Prüfung ist es, die Kompetenzen wie das Leseverstehen, die Textproduktion und der Erwerb von Ressourcen zu evaluieren. Hier ist das Format der Prüfungsprobe beim BPC. Erstens haben wir das Leseverstehen und das ist über 5 Punkte. Hier bekommt ihr Fragen zum Text für 10 Punkte und dann eine Übersetzungsübung. Das ist also die Mediation. Ihr bekommt hier 3 Sätze, um zu übersetzen. Und das ist 5 Punkte. Dann haben wir den Teil 2, den schriftlichen Ausdruck, für 12 Punkte. Hier gibt es 2 Übungen. Die erste Übung ist die geleitete Produktion. Und die zweite Übung ist eine freie Produktion, also einen Text frei zu schreiben, ohne Hilfe. Jede Produktion ist über 6 Punkte. Dann haben wir den dritten Teil. Das ist die Struktur und die Kommunikation für 12 Punkte. Und wir haben hier 2 Teile. Den Wortschatz, 6 Punkte, und die Grammatik, auch 6 Punkte. Also, die Prüfung
Die Prüfungsprobe beim BPC, die deutsche Prüfungsprobe, ist also so konzipiert, das Leseverstehen und die Übersetzung, den schriftlichen Ausdruck und die Strukturen und Kommunikation. Jetzt wollen wir den ersten Teil erklären. Das ist das Leseverstehen. Die Teile dieser Aktivität sind erstens die Merkmale oder die Charakteristika der verschiedenen Texttypologien, die ihr bekommen könnt, nämlich die Beschreibung oder die Deskription, die Erzählung und den Dialog. Dann werden wir die verschiedenen Fragen zum Leseverstehen erklären. Hier haben wir zwei Fragen, Typologien. Die geschlossenen Fragen und die offenen Fragen. Dann erklären wir auch die Mediation, also die Übersetzung, wie man Sätze richtig übertragen kann. Was die Charakteristika der verschiedenen Textarten angeht, beginnen wir zuerst mit der Beschreibung, also die Deskription. Es geht hier um Informationen, um Texte, die Informationen über Personen, über Orte, über Gegenstände oder über Aktivitäten sprechen. Also die Beschreibung ist also einen Text, der uns informiert über eine Person. Und in einer Beschreibung benutzt man manchmal das Präsens. Die Verben werden ins Präsens konjugiert. Und man benutzt auch viele Adjektive. Und diese Adjektive muss man natürlich deklinieren. Manchmal kann man auch vergleichen. Was die Erzählung angeht, können wir sagen, dass eine Erzählung eine Geschichte mit einem Erzähler ist. Wir haben einen Text und in diesem Text haben wir einen Erzähler. Der Erzähler ist die Person, die im Text spricht. Und wir haben auch Pronomen in einer Erzählung. Pronomen wie er oder sie und so weiter. Und wir können auch einen Dialog haben. Und was ist ein Dialog? Das ist ein Text oder ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Und diese Personen sprechen über ein Thema. Eine Person spricht nach dem anderen. Es gibt also die Namen von diesen Personen, die sprechen, die im Text sprechen. Mit diesen Namen könnt ihr den Dialog erkennen. Gut. Jetzt die Fragen zum Leseverstehen. Wir haben gesagt, es gibt die geschlossenen Fragen und die offenen Fragen. Die geschlossenen Fragen sind die Fragen zum Globalverständnis des Textes. Es geht hier um Fragen wie zum Beispiel richtig oder falsch oder was ist richtig oder auch was passt zusammen. Diese Übungen hast du schon in der Klasse gemacht und die werdet ihr auch
im Bereich der BPC-Prüfung haben. Danach haben wir die offenen Fragen. Hier geht es um die Fragen zum Detail verstehen. Man muss den Text genauer verstehen und hier haben wir die Übungen oder die Aufgaben wie zum Beispiel, wie steht es im Text? Hier müsst ihr den Text lesen und die Antwort finden. Also den Satz mit derselben Bedeutung finden und abschreiben. Man kann auch sagen, wie heißt es im Text? Gut. Jetzt die Beschreibung. Wir haben ein Beispiel von einem Text, wo man eine Familie beschreibt. Wir werden den Text vorlesen und ein paar Übungen machen. Wir lesen den Text zusammen. Meine Familie. Mein Name ist Friederike. Meine Freunde und meine Familie nennen mich einfach Rike. Ich bin 16 Jahre und habe Geburtstag im April. Ich wohne mit meiner Familie in Pocking. Das ist eine kleine Stadt am Strandberger See in der Nähe von München. Seit 2 Monaten arbeite ich in einem Biergarten. Das ist eine Art Restaurant. Man darf dort sein eigenes Essen auch mitbringen. Mein Mann arbeitet bei einer Versicherung und mein Vater ist selbstständig. Jedes Jahr mache ich Urlaub mit meiner ganzen Familie. Gut, hier ist die erste Übung. Lies den Text sorgfältig und beantworte folgende Fragen. Erstens, markiere die Verben im Text und sagt, was dir auffällt. Was fällt dir auf? Du liest also den Text, du markierst die Verben in diesem Text und du sagst mir, was dir auffällt. Gut, ich hoffe, du bist fertig. Hier ist die Lösung. Alle Verben in diesem Text sind im Präsens konjugiert. Wir sehen hier zum Beispiel das erste Verb. Mein Name ist. Das Verb sein. Mein Name ist. Meine Familie nennen mich einfach Rieke. Das Verb nennen. Meine Familie. Okay, gut. Das Verb ist hier nennen. Und ich bin, das Verb sein. Und wir haben das Verb ich wohne. Wohnen, ich wohne. Und dann das ist, das Verb sein noch einmal, ist. Seit 2 Monaten arbeite ich, das Verb arbeiten, ich arbeite. Das ist eine Art Restaurant. Das Verb sein, noch einmal, das ist. Man darf, das Verb, das konjugierte Verb hier ist, darf.
Das Verb ist dürfen. Das ist ein Modalverb, kennst du? Mama arbeitet. Das Verb arbeiten, noch einmal. Vater ist selbstständig. Das Verb sein, Vater ist. Jedes Jahr mache ich. Ich mache. Das Verb machen. Okay, gut. Was fällt dir denn auf? Wir sehen hier, dass diese Verben in der ersten, in der dritten Person Singular und in der dritten Person Plural konjugiert sind. Die Verben im Text sind in der ersten Person, in der dritten Person Singular und in der dritten Person Plural. Gut. Frage Nummer 2. Wie heißt das Mädchen in diesem Text? Und was macht es? Was macht es im Text? Lies die Frage und beantworte. Fertig? Wunderschön. Das Mädchen heißt Friederike oder Rike. In diesem Text stellt das Mädchen seine Familie und seine Aktivität vor. Das ist also eine Beschreibung. Sie beschreibt seine Familie und seine Aktivität. Das, was sie macht. Gut, jetzt machen wir eine andere Texttypologie. Das ist die Erzählung. Wir haben gesagt, die Erzählung ist die Geschichte. Also, das ist ein Text, wo man etwas erzählt. Gut, hier ist der Text. Ndongo ist krank. Gestern fühlte sich mein Bruder Ndongo so müde und hatte auch Kopfweh. Später hat er plötzlich 40 Grad Fieber gehabt und ist direkt mit der Mutter ins Krankenhaus gegangen. Der Arzt hat ihn untersucht. Der Krankenpfleger hat ein wenig Blut abgenommen und den Bluttest gemacht. Dann sind Ndongo und seine Mutter ins Wartezimmer gegangen. Nach einer Stunde ruft der Arzt Ndongo und sagt, dass er Malaria hat. Danach hat er ihm ein Rezept verschrieben. Am Ende sind Ndongo und seine Mutter nach Hause zurückgegangen. Gut, jetzt machen wir Übungen zum Verstehen dieses Textes. Die erste Übung ist: Markiere die Ort und die Zeitangaben. Also die Ortangaben und die Zeitangaben im Text. Und sag mal, was sie zeigen. Markiere die Ortsangaben und die Zeitangaben im Text. Was zeigen diese Angaben?
Bist du fertig? Gut. Jetzt besprechen wir diese Übung. Die erste Zeitangabe im Text ist gestern. Gestern. Nicht heute, nicht heute. Gestern. Dann haben wir später. Später. Also nicht jetzt, nicht jetzt, später. Und wir haben dann. Wir haben auch nach einer Stunde. Nach einer Stunde. Das ist eine Zeitangabe. Wir haben auch das Wort danach. Und das Wort am Ende. Gut. In die Übung Nummer 2. In welchem Tempus sind die Verben im Text? In welchem Tempus werden die Verben im Text konjugiert? Und was bedeutet das? Was bedeutet dieses Tempus? Gut. Wir sehen, dass die Verben im Text im Präteritum konjugiert sind und auch im Perfekt. Präteritum und Perfekt. Zum Beispiel das Verb füllte. Das ist das Präteritum von füllen. Oder sich fühlen. Ndongo fühlte sich nicht gut. Das heißt, er war krank. Der Text ist in der Vergangenheit. Also das Präteritum kennzeichnet die Vergangenheit. Und in diesem Text berichtet der Erzähler über die Krankheit von Ndongo. Das ist also eine Erzählung. Wir haben einen Erzähler und die Verben werden im Präteritum und im Perfekt konjugiert. Gut, jetzt machen wir weiter mit einem anderen Text. Dieser Text ist ein Dialog. Wir lesen den Text zusammen. Im Kleidungsgeschäft. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Ich suche ein elegantes Kostüm, denn meine Schwester heiratet. Ball. Haben Sie etwas für mich? Natürlich. Wir haben viele elegante Kleidungen und Kostüme. Wie finden Sie dieses Kostüm in Weiß? Es ist schön, aber ein blaues Kostüm ist besser. Wie ist dieses andere? Probieren Sie mal ein. Oh, es gefällt mir sehr. Was kostet das? Das Kostüm kostet 60.000. Das ist zu teuer. Ich kann nur 50.000 bezahlen. Das geht in Ordnung. Ich packe Ihr Kostüm ein. Bis bald.
bis bald. Gut, jetzt die Übung. Die erste Frage: Welche sind die Merkmale eines Dialogs in diesem Text? Welche sind die Charakteristika eines Dialogs im Text? Lesen Sie den Text noch einmal und sagen Sie mir, was zeigt, dass dieser Text ein Dialog ist. Fertig? Super. Dann die Lösung. In diesem Text sprechen zwei Personen. Eine Person spricht nach dem anderen. Sie haben also ein Gespräch zusammen. Die erste Person sagt etwas und die zweite Person antwortet ihm. Hier kommt Ikan zum Wort und dann die Verkäuferin gibt ihm Repliken. Ikan spricht also im Text mit der Verkäuferin. Das ist ein Dialog, ein Gespräch. Verstehen Sie? Super. Gut. Jetzt machen wir noch praktische Übungen. Erstens das Leseverstehen. Und wir haben hier einen Text. Also das ist hier die Beschreibung. Der Text ist meine Familie. Ihr lest den Text noch einmal und ihr beantwortet die Frage. Lesen wir das noch einmal zusammen. Mein Name ist Friederike. Meine Freunde und meine Familie nennen mich einfach Rike. Ich bin 16 Jahre und habe Geburtstag im April. Ich wohne mit meiner Familie in Peking. Das ist eine kleine Stadt am Starnberger See in der Nähe von München. Seit 2 Monaten arbeite ich in einem Biergarten. Das ist eine Art Restaurant. Man darf dort sein eigenes Essen auch mitbringen. Meine Mama arbeitet bei einer Versicherung und mein Vater ist selbstständig. Jedes Jahr mache ich Urlaub mit meiner ganzen Familie. Gut, nun die Fragen zum Text. Wir beginnen mit den geschlossenen Fragen. Erstens, richtig oder falsch? Sie lesen die Sätze und Sie sagen, ob diese Sätze richtig oder falsch sind. Ihr müsst auch Beweis im Text finden. Satz Nummer 1. Friederike arbeitet in einem Restaurant. Ist das richtig oder falsch? Friederike arbeitet in einem Restaurant. Fertig? Gut. Die Lösung ist richtig. Das steht im Text. Im Text heißt es, mein Name ist Friederike. Ich wohne mit meiner Familie in Peking. Ja, das haben wir. Seit 2 Monaten arbeite ich in einem Biergarten. Das ist eine Art Restaurant. Ich arbeite in einem Biergarten. Ich hier, das ist Friederike. Gut. Jetzt
Die Frage Nummer zwei. Sie ist schon volljährig. Friederike ist schon volljährig. Richtig oder falsch? Lies den Test noch einmal und beantworte die Frage. Fertig? Super. Die Lösung ist falsch. Ja? Im Text heißt es: Mein Name ist Friederike. Meine Freunde und meine Familie nennen mich einfach Rike. Ich bin 16 Jahre. Friederike ist 16. Und du weißt, mit 16 ist man noch nicht volljährig. Mit 16 ist man minderjährig. Ja, Friederike ist noch minderjährig. Sie ist noch nicht volljährig. Ich zum Beispiel, ich bin volljährig. Ich bin volljährig, aber Friederike ist noch ein Mädchen. Sie ist noch minderjährig, mit 16 Jahren alt. Gut, jetzt machen wir weiter mit der Frage Nummer 3. Ihre Mutter ist eine Hausfrau. Die Mutter von Friederike ist eine Hausfrau. Ist das richtig oder falsch? Fertig? Gut. Sie ist nicht eine, also sie ist keine Hausfrau. Das ist falsch. Ihre Mutter arbeitet. Sie sagt, Mama arbeitet bei einer Versicherung. Sie ist eine Frau, die bei der Versicherung arbeitet, nicht zu Hause. Hausfrauen arbeiten zu Hause. Sie ist keine Hausfrau. Gut, dann machen wir weiter mit die Übung Nummer 2. Beantworte folgende Fragen. Das ist hier eine offene Frage. Frage Nummer 1. Wo wohnt Rike? Schreib bitte ganze Sätze. Wo wohnt Rike? Bilde bitte einen ganzen Satz. Fertig? Wunderschön. Die Antwort ist, Rike wohnt in Peking. Oder Rike wohnt in der Nähe von München. So heißt es im Text. Jetzt nehmen wir einen anderen Text. Und hier geht es um die Erzählung. Wir lesen den Text nochmal zusammen. Gestern fühlte sich mein Bruder Ndungu sehr müde und hatte auch Kopfweh. Später hat er plötzlich 40 Grad Fieber gehabt und ist direkt mit der Mutter ins Krankenhaus gegangen. Der Krankenpfleger hat ein wenig Blut abgenommen und den Bluttest gemacht. Dann sind Ndungu und seine Mutter im Wartezimmer gegangen. Nach einer Stunde ruft der Arzt Ndungu und sagt, dass er Malaria hat. Danach hat er ihm ein Rezept verschrieben. Am Ende sind Ndungu und seine Mutter nach Hause zurückgegangen. Die erste Frage, was ist richtig?
Wähle den richtigen Buchstaben aus. Satz Nummer 1. Der Erzähler im Text ist A. Die Mutter. B. Der Arzt. C. Der Bruder von Ndungu. Was ist richtig? Wähle bitte die richtige Antwort aus. Fertig? Sehr gut. Die richtige Antwort ist, der Erzähler im Text ist der Bruder von Ndungu. Im Text heißt es, gestern fühlte sich mein Bruder Ndungu sehr müde. Der Erzähler sagt, mein Bruder Ndungu. Ja, gut. Dann die Frage Nummer 2. Gestern war Ndungu sehr müde und hatte A. Zahnschmerzen, B. Fieber und C. Kopfweh. Was ist richtig? Gut, gestern war Ndungu sehr müde und hatte auch Kopfweh. Und die Frage Nummer 3. Nach dem Bluttest hat Ndungu A. Durchfall, B. Tuberkulose, C. Malaria. Was ist richtig? Wähle bitte die richtige Antwort aus. Fertig? Sehr gut. Die Lösung ist Malaria. Nach dem Bluttest hat Ndungu Malaria. Wer hat den Bluttest gemacht? Das ist hier die offene Frage. Beantworte diese Frage. Schreib ganze Sätze. Frage Nummer 1 also. Wer hat den Bluttest gemacht? Wer? Ja, der Krankenpfleger hat den Bluttest gemacht. Der Krankenpfleger. Du weißt, wir haben die Krankenschwester. Und der Krankenpfleger, der arbeitet im Krankenhaus. Der Krankenpfleger. Jetzt der Dialog. Also der dritte Text, der Dialog. Dieser Dialog haben wir schon gelesen. Lest den Dialog noch einmal und beantworte die Fragen. Frage Nummer 1. Was passt zusammen? 1. Der Kunde sucht. 2. Im Laden gibt es. 3. Die Verkäuferin. 4. Ich kann bezahlt. Und dann haben wir A. Verpackt die Kleidung. B. 50.000. C. Ein schönes Kostüm. D. Viele Waren. Was passt zusammen? Verbinde bitte. Zum Beispiel 1 B oder 2 D. Ja? Gut. Fertig? Super, hier ist die Lösung. 1 passt zu C. Der Kunde sucht ein schönes Kostüm. 2. Im Laden gibt es viele Waren. Also 2 D. 3 A. Die Verkäuferin verpackt die Kleidung und 4 B.
Ich kann bezahlen 50.000. Gut. Jetzt wollen wir zusammenfassen. Was haben wir gelernt? Wir haben die verschiedenen Texttypologien bei der BPC-Prüfung gelernt. Wir haben gesagt, wir können im BPC einen Dialog haben oder eine Erzählung oder auch eine Beschreibung. Wir haben auch die drei Teile der BPC-Prüfung erklärt. Wir haben also Teil 1, Lese, Verstehen, und dann Teil 2, das ist den schriftlichen Ausdruck, und dann Teil 3, die Strukturen und Kommunikation. Wir haben einige Übungen zum Teil 1 gemacht, also die Übungen zum Lese, Verstehen. Nächstes Mal machen wir die zweite Phase, und das ist die Übersetzung und der schriftliche Ausdruck. Diese Bücher könnt ihr zu Hause weiterlesen, um Deutsch besser weiter zu lernen. Vielen Dank. Und bis bald. Una tege si matege yop, una tege minga matege nyum, una tege majang matege ndom, mane tambia ninya ne njubya yen, ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndong, esa kina bia dinkido, mane tambia ninya ne njubya yen, Tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike, mane tambia ninyane njubya yen.